Schön, dass ihr wieder reinschaut. Heute möchte ich mit euch über das Buch von Alex Michailidis, Die stumme Patientin, sprechen. Das Buch ist im Drömer Knauer Verlag erschienen, hat 384 Seiten. Und hier geht es um Alicia, die blutüberströmt neben ihrem Mann aufgefunden wird. Und ihrem Mann wurde 5-mal in den Kopf geschossen. Alicia wird sofort oder ist sofort die Hauptverdächtige und kommt daraufhin dann in die Psychiatrie, in die geschlossene Anstalt und hat seit diesem Tag kein Wort mehr gesprochen. Sie ist Künstlerin und das Einzige, was sie gemacht hat in dieser Zeit, sie hat ein Bild gemalt. Unser anderer Hauptprotagonist ist Theo und Theo ist forensischer Psychologe, glaube ich, hieß das, und er macht jetzt einen Wechsel. Er möchte jetzt gerne in die Klinik, wo Alicia liegt, und würde sich diesem Fall gerne annehmen, weil das ein sehr spannender Fall für junge Psychologen ist, und da haben sich schon viele die Zähne dran ausgebissen, und so versucht es jetzt auch Theo, an sie ranzukommen. Theo, erhält Unterstützung von seinen Vorgesetzten und hat da auch so seine Freiheiten. Ihm wird da ziemlich viel Freiheit gelassen und er darf da probieren, an Alicia ranzukommen. Er versucht dann auch einiges aus und ob er es dann letztendlich schafft oder nicht, möchte ich nicht verraten. Ich möchte euch auch nicht verraten, wo das Ganze dann hinführt. Ich würde euch jetzt gerne sagen, wie ich es finde, und mache dann im Anschluss einen kurzen Spoiler-Teil, weil um meine Meinung zu verdeutlichen, muss ich euch einige Punkte nennen, sonst könnt ihr das nicht richtig nachvollziehen. Dann würde ich dann die bitten, die es noch nicht gelesen haben, auszuschalten. Aber jetzt erstmal, also ich fand, dass dieses Buch den Titel Psychothriller nicht verdient. Also es ist allenfalls ein guter Roman, aber ein Thriller war es für mich nicht. Die Spannung ist bis zum Schluss nicht aufgekommen. Wir waren so in der Hälfte des Buches und ich dachte, Mensch, jetzt muss doch so langsam mal irgendwas passieren. Und es war mir sehr schleppend von der Handlung her. Auch die Auflösung konnte mich nicht überzeugen, weil wir schon recht früh vermutet haben, in welche Richtung es geht. Also für uns war es in der Lesegruppe sehr vorhersehbar, was auch sehr, sehr schade war. Was ich gut fand, ist, dass wir viele Verdächtigungen hatten in diesem Buch. Also wir haben sehr viele Charaktere verdächtigen können. Das hat der Autor eigentlich ganz gut inszeniert. Und die Grundstory finde ich auch, ist mir nach wie vor auch immer noch spannend. Aber ich finde, er hat nicht alles aus dieser Story rausgeholt. Längst nicht. Also wie gesagt, mir hat es leider gar nicht gefallen. So, jetzt würde ich gerne zum Spoiler-Teil kommen. Zum einen möchte ich nennen, Alicia hat jahrelang nicht gesprochen. Es haben sich tausende Psychologen die Zähne an ihr ausgebissen. Und Theo sagt in der 5. Sitzung, wenn sie dann jetzt nur nicht spricht, dann wird er wahrscheinlich seinen Job verlieren. Und daraufhin spricht Alicia dann, was zum Ende hin ja dann auch Sinn macht, aber sie spricht dann wie ein Wasserfall. Also nicht, dass sie peu à peu wieder anfängt. Nee, sie quatscht drauf los und das war mir einfach so unrealistisch. Das war für mich total unglaubwürdig und nicht gut gemacht. Und dann durch diese Einblenden von Theo und seiner nicht so gut laufenden Beziehung zu seiner Frau, und dann auch kommt ja nachher raus, dass er die Affäre hat, da finde ich, das hat er auch nicht so gut gemacht, weil da kommt man dann sehr, sehr schnell auf die Fährte, dass die Affäre Gabriel sein könnte, woraufhin man sich alles Weitere irgendwie schon ziemlich früh zusammenspinnt. Also so ging es uns jedenfalls in der Lesegruppe. Was ich sehr, sehr schade finde, weil ich finde, an sich die Grundstory, da hätte man richtig viel rausholen können und da hätte man richtig was Cooles, Spannendes draus machen können. Aber somit, ist mein Fazit leider, kann man lesen, muss man aber nicht. Hört sich doof an, aber ist leider so. Es tut mir jetzt ein bisschen um die vergeudete Zeit leid. Und es tut mir auch ein bisschen leid, weil ich mir davon so viel versprochen habe. Weil wenn da Psychothriller steht, ist das für mich noch mal eine Nummer härter wie Thriller. Und es war leider, ein guter Roman, wenn überhaupt. Genau, das war es von mir. Ich gehe jetzt noch mal raus. Es wird sehr heiß heute werden, haben sie gemeldet. Ich wünsche euch einen schönen Tag und lasst es euch gut gehen. Bis dann!